Die DHV-News vom 25. November 2022. EU hat keinen Bock zu antworten. Wat nu, Karl? DHV-Umfrage Infratest DIMAP 2022. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ich habe heute keine Vorbemerkungen, es geht sofort hier los mit Wahnsinnsinhalten. Und ich komme zuerst nach Süddeutschland. Ich hatte letzte Woche berichtet, dass der bayerische Gesundheitsminister Klaus Alkoholicek nach Brüssel gefahren ist, um da dafür zu werben, dass doch die EU-Kommission bitte die Legalisierung in Deutschland ablehnen soll. Das Eckpunktepapier von Lauterbach liegt ja jetzt bei der EU-Kommission und Deutschland hätte gerne dazu irgendein Signal, ja, ob das jetzt geht oder nicht geht, komme ich gleich nochmal näher zu. Ja. Und Holecek war halt da, CSU-Minister, der sagte auf gar keinen Fall, ja, ganz groß Drama und so, EU-Kommission bitte verhindern. Und wahrscheinlich noch während irgendwie der Dreh hier lief für die News, kam die Nachricht, also von letzter Woche auch schon gleich reagiert, nämlich vom zweiten süddeutschen Gesundheitsminister aus Baden-Württemberg, ein Grüner, Manfred Lucha. Der ist in Cannabis-Freak-Kreisen noch nicht so bekannt wie Alkoholicek, aber immerhin, er hat dagegen gehalten. Ja? Also das fand ich, muss man auch mal sagen, ja, wenn mal einer was Vernünftiges sagt irgendwie da aus dem Süden. Und zwar hat der laut seinem Ministerium, Gesundheitsministerium Baden-Württemberg, hat auf seiner Facebook-Seite ihn folgendermaßen zitiert. Wir müssen uns beim Thema Cannabis-Legalisierung endlich freimachen von Ideologie und uns eingestehen, die bisherige Verbotspolitik in Deutschland und in der EU ist schlicht gescheitert. Ja, direkter Nachbar vom Alkoholicek, ja, das ist doch mal ein angenehmer Ausgleich. Ja, da sind die sich da im Süden wieder einigermaßen in der Waage. Und schauen wir mal, ja, wie Baden-Württemberg dann abstimmt, wenn es zum Schwur kommt im Bundesrat und dann über die Legalisierung abgestimmt wird, die der Bundestag dann dahin verwiesen hat, was dann die großen Grünen mit dem kleinen Koalitionspartner CDU anfangen, wenn der dagegen ist. Über die ganze EU-Frage wird ja weiterhin spekuliert. Ja, was passiert jetzt da? Noch ist nicht sicher, wie es weitergeht. Wir wissen die Reaktion der EU-Kommission nicht offiziell. Ich habe darüber aber trotzdem intensiv und ausführlich gesprochen mit Carmen Wegge, die drogenpolitische Berichterstatterin der SPD, eine von beiden neben Heidenblut, die im Rechtsausschuss ist und die einzige Volljuristin unter den ganzen drogenpolitischen Sprechern. Insofern die richtige Adresse für so eine Frage, das mal auseinander zu dröseln. Ja, was heißt das jetzt überhaupt rechtlich alles genau, was ist das für ein Prüfverfahren und so weiter. Wir haben eine Menge Detailfragen rumgenördet, ja, ein viel positives Feedback auch zu dem Interview und haben schon eine erstaunlich hohe Reichweite für so ein Politiker-Interview. Ja, also guck mal rein, ja, sonst verpasst er was, nehme ich an. Und wir haben vor allen Dingen uns mit der Frage beschäftigt, was passiert, wenn die EU jetzt gar nicht offiziell antwortet? Von wegen, ja, ist vereinbar euer Gesetz mit EU-Regeln oder eben nicht, ja, sondern einfach sagt, das ist kein offizielles Verfahren, gebt uns einen Gesetzentwurf, dann machen wir ein offizielles Notifizierungsverfahren mit Fristen, mit 3 Monate, 6 Monate, dann müssen wir fertig sein und dann habt ihr auch ein Recht auf eine Antwort, ja, aber das hier ist kein Verfahren, das ist einfach nur so ein netter Versuch irgendwie, ja, also lasst uns damit in Ruhe. Das könnte im Prinzip die Reaktion sein, die Spekulationen in die Richtung nehmen zu, sag ich mal, so bei allen, die sich damit irgendwie befassen. Und das war ja auch die einzige Reaktion bisher der EU-Kommission, dass gesagt wurde, uns liegt ja gar nichts Richtiges vor, so offiziell. Ne, das ist alles nur so Geplänkel quasi. Also, ja, was passiert dann? Ja, wenn die EU jetzt gar nicht offiziell antwortet, dann ist alles wieder wie vorher. Ja, wenn man zurück auf los, dann muss Lauterbach einen Gesetzentwurf vorlegen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wurde auch letzte Woche heftig diskutiert, ob das jetzt komplett Zeitverschwendung ist, ja, die da passiert ist, wenn jetzt irgendwie ja, nichts weiter passiert, keine offizielle Antwort kommt. Ja, ganz viele so hätten auch vorher wissen können, war doch klar, ne, es gibt kein Verfahren, also gibt es auch keine Antwort und so weiter. Unabhängig davon, dass wir noch gar nicht wissen, ob dazu kommt, ja, aber mal ein bisschen rumspekuliert. Immerhin kann man dann sagen, bei der Frage, war das Zeitverschwendung oder nicht, dass die EU frühzeitig eingebunden war in die ganze Geschichte und das Signal aus Deutschland bekommen hat, ja, wir meinen das ernst. Ne? Also die müssen jetzt damit rechnen, dass sie wirklich offiziell vor diese Frage gestellt werden. Ich vergleiche das immer gerne so im Kopf mit Luxemburg. Die haben ja auch die Legalisierung im Koalitionsvertrag gehabt
und letztendlich dann den Plan wieder fallen lassen, mit Verweis auf die EU, dass sie gesagt haben, das ist nicht kompatibel mit EU-Regeln und so weiter. Und die haben nie eine offizielle Antwort bekommen. Also jedenfalls nicht, soweit ich weiß, irgendwie schriftlich, dass die EU-Kommission gesagt hat, euer Plan ist nicht kompatibel, sondern das war dann letztendlich wohl offensichtlich auch so ein Hintergrund, Konsultationsverfahren und irgendwelche mündlichen Aussagen von irgendwelchen EU-Kommissaren von wegen, ja, nee, geht nicht. Ja. Und das will wohl Lauterbach so nicht haben. Ja. Und immerhin ist schon mal klar, diesmal muss die EU den schwarzen Peter nehmen, wenn sie sie haben will, sozusagen. Ja. Und wenn die jetzt nicht Nein sagen, dann macht er halt weiter. Also die Diskussion hat angefangen in der EU-Kommission. Ja, davon gehe ich schon mal aus. Haben auch welche gesagt, die müssen ja gar nicht diskutieren, die können einfach sagen, wir müssen jetzt hier nichts machen. Aber natürlich, wenn so eine offizielle Anfrage vom größten Mitgliedsland der EU kommt, wir wollen legalisieren, hier sind die Punkte, ja, sag mal was dazu, dann diskutieren die auf jeden Fall, ja, auch wenn sie am Ende keine Antwort geben. Also insofern könnte man auch sagen, das hat vielleicht seinen Wert. Kommt natürlich auch darauf an, wie lange das Ganze jetzt dauert. Ne? Also ob das jetzt noch 3 Monate dauert, bis irgendwie klar ist, da kommt keine Antwort, oder ob das jetzt nächste Woche verkündet wird. Jedenfalls ist Lauterbach derjenige, der das verkünden muss, wenn keine Antwort kommt, ja, weil dann sind das Ergebnis informeller Gespräche und dann muss er irgendwann sagen, ja, wir haben jetzt fertig informelt, ja, irgendwie alles ausgetauscht, alles gesagt, ja, und jetzt kriegen wir keine Antwort und jetzt müssen wir weitermachen. Ja, wenn das von der EU nicht kommt, muss er das halt machen. Interessant ist ja auch, sag ich mal, was er da jetzt genau macht. Ja, ich hatte ja die Befürchtung, dass das Ganze einfach nur ein Trick ist, um die ganze Legalisierung abzuwürgen, möglicherweise. Ja, irgendwelche konservativen Leute im Ministerium, CDU, die sich das ausgedacht haben und den armen Lauterbach das so untergejubelt haben. Ja, der hat gar nicht kapiert alles oder so. Ja, aber wenn jetzt das so kommt, wie jetzt spekuliert wird, ja, die äußern sich nicht dazu, dann war es auch kein abgekartetes Spiel, die Legalisierung zu beerdigen. Dann stelle ich mir jetzt eher vor, ja, so ein Lauterbach im Superman-Kostüm, der irgendwie das Hemd aufreißt mit einer Zielscheibe auf der Brust und sagt, so, EU, ja, hier stehe ich jetzt. So, jetzt könnt ihr mich entweder killen, weil er hat ja gesagt, er will die Legalisierung nicht mehr weitermachen, wenn die EU Nein sagt. Ja, damit hat er sich ans offene Messer geliefert und gesagt, die müssen nur einmal Nein sagen jetzt, ne, von wegen geht nicht, und dann höre ich auf. Ja, also bitte, jetzt kann er mich irgendwie abschießen oder könnt ihr lassen. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, dann mache ich jetzt weiter. Ne? Also so kann man das Ganze auch interpretieren, im Sinne von, okay, dann lassen sie ihn erstmal weitermachen. Und das signalisiert ja auch, wenn sie jetzt nicht Nein sagen, dass das durchaus zumindest diskutiert ist in der EU und das umstritten ist und so weiter und nicht irgendwie alle gegen Lauterbach oder so, ja, die ganze EU wie einen Block irgendwie gegen jede Reform, sondern die haben ja auch andere EU-Mitgliedstaaten, die legalisieren wollen oder die zumindest sehen wollen, was passiert in Deutschland, wenn legalisiert wird und so weiter. Ja, also sie hätten jetzt die Möglichkeit, die Sache sofort platt zu machen. Und wir haben ja auch schon darauf verwiesen, ja, Entkriminalisierung können wir machen. Ja, das ist auf jeden Fall kompatibel. Ne? So wollte er nicht das machen. Das waren so ein bisschen, so kam so bei den ersten mündlichen Statements irgendwie auch Richtung Presse dann wohl rüber. Aber ja, jetzt steht er da und ja, vielleicht, man kann auch so vielleicht Kehle hin. Ja, auf jeden Fall, wenn sie ihn jetzt laufen lassen, dann muss er weitermachen. Ne? Dann ist im Prinzip der Punkt, dass er jetzt da den Gesetzentwurf vorlegen muss. Und dann hat er eben keine hundertprozentige Abwehrhaltung der EU-Kommission mehr und kann zumindest damit in einer ernsthaften Diskussion rechnen. Dann kann man natürlich das Gesetz trotzdem noch im offiziellen Notifizierungsverfahren scheitern. Wenn ein Gesetzentwurf dann richtig da ist und nicht nur irgendwelche Eckpunkte, dann wird es sehr wahrscheinlich in diesen Notifizierungsprozess reingegeben, der übrigens freiwillig ist, ja, habe ich von KMWG gelernt. Ja, das müssen nicht zwingend machen. Und kann dann nachher auf eine Klage ankommen lassen. Aber ich nehme mal an, ne, nach der Vorgeschichte werden sich das dann vorlegen, der EU-Kommission. Und dann können wir nur Daumen drücken, was dann dabei rauskommt. Also Zeitverschwendung, ja oder nein, ja. Mal sehen, wie lange das Ganze jetzt noch dauert. Auf jeden Fall sollte weiter gearbeitet werden am Gesetzentwurf. Und das ist im Prinzip auch ein Punkt, ja, wo jetzt auch die Ampel-Drogenpolitiker unruhig werden und sagen, ja, das kann jetzt nicht ewig dauern, ja, das passiert irgendwie 3 Monate nichts. Und Lauterbach hat irgendwie auch noch gesagt, irgendwie, dass noch nicht mal am Entwurf gearbeitet wird. Ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, aber es ist natürlich von der Außenwirkung her ein Desaster und die werden jetzt nervös. Die wollen ja alle Legalisierung, ja, das nehme ich denen ja ab. Und die akzeptieren auch nicht, dass da jetzt überhaupt nichts passieren soll. Und jetzt haben die sich zu einem gemeinsamen Statement zusammengerauft sozusagen, also heute gerade eben kurz vor Dreh der News gepostet, Heidenblut von der SPD, Lüttke von der FDP und Kappert-Gonter, Grüne, die gemeinsam gesagt haben, so,
Karl Lauterbach jetzt zum Gesetzentwurf wäre. Das geht ja gar nicht, egal was die EU jetzt macht. Ja, das kann auch ewig dauern, gibt auch keine Fristen für irgendeine Antwort. Ja, das soll das jetzt da irgendwie verschwinden, wie wir letzte Woche gesagt haben, ein Post in Brüssel verloren. Ja, Legalisierung ist weg irgendwie. Das geht, kann nicht angehen, da sagen die, sondern wir wollen einen Gesetzentwurf haben. Interessanter Prozess, ja, also auch Parlament gegen Regierung irgendwie, von wegen Beine machen, ja, Lauterbach, hau rein. Und ja, schönes Signal, sag ich mal, spricht nicht dafür, dass jetzt wirklich das Ganze schon vorbei ist sozusagen, sondern vielleicht geht es jetzt erst richtig los. So, ich glaube, jetzt habe ich dazu erstmal alles gesagt, ja, bis auf den Punkt, was ist denn, wenn Nein kommt? Ja, wenn die jetzt sagen, mach mal nicht. Dann sind zwei Fragen. Erstens, kriegt man doch jetzt im Lauterbach so weit bearbeitet, dass er trotzdem einen Gesetzentwurf macht und den trotzdem einspeist ins offizielle Verfahren. Ja, wollen wir mal sehen, ob das dann wirklich dabei bleibt. Das ist wahrscheinlich der schwierigere Teil. Aber dann, glaube ich, ist auch die Diskussion um eine schnelle Entkriminalisierung sofort wieder da. Wenn jetzt im Prinzip nochmal irgendwie ein Stein in den Weg gelegt wird von der EU-Kommission und das Ganze ausgebremst wird, das Ganze noch ewig dauern soll oder so, ja, dann werden auch die Politiker, wie ich sagte, unruhig, ja, und wollen irgendwann mal was liefern. Und dazu passend meine nächste Nachricht. Leap fordert, unsere Freunde von Leap, Law Enforcement Against Prohibition, also Gesetzeshüter gegen die Prohibition, haben diese Woche zum Jahrestag des Koalitionsvertrags, der nämlich auch diese Woche ist, an ihre und unsere alte Forderung erinnert, Entkriminalisierung sofort. Wir haben ja damals auch gesagt, am besten in den ersten 100 Tagen der Regierung entkriminalisieren, geht schnell, hat sehr viele positive Auswirkungen, ja, und sofort ist so ein bisschen der Druck raus aus dem Kessel. Ja, und das wollten sie aber ja nicht, die wollten alles in einem Aufwasch machen. Und ja, jetzt ist eben ein Jahr rum und zu der Gelegenheit haben wir Leap fordert gestern als Hashtag trennen lassen. Ja, tatsächlich haben wir mal wieder die Trends geschafft auf Twitter mit Leap fordert und eben nochmal alle zusammen daran erinnert, ja, wahrscheinlich 180.000 Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten, konsumbezogene Delikte ohne Handel sind in dem Jahr passiert. Gibt natürlich noch keine frischen Zahlen, aber die 180.000 wurden 2020 und 2021 jeweils überschritten. Konsumbezogene Cannabis-Delikte, ein riesen Verfolgungsmaschinerie von harmlosen Leuten, die einfach weiterläuft die ganze Zeit, während die Ampel in Ruhe über Details der Legalisierung nachdenkt. Ein Riesenfehler, meiner Meinung nach. Ja. Und es sieht zwar nicht so aus, ja, als würde jetzt die Ampel da groß drauf einsteigen und jetzt nochmal eine Abspaltung machen, dieser Entkriminalisierung vom Gesamtpaket. Aber wie man sieht, machen sie Druck beim Gesamtpaket, ja, dass das wenigstens jetzt schnell vorwärts geht, weil das ist ja deren Antwort darauf zu sagen, wir machen das lieber komplett, ja, einmal vernünftig und nicht jetzt irgendwelche Teile da rausrupfen. Aber dann können sie eben auch nicht akzeptieren, wenn das irgendwie ins Stocken gerät, das Ganze. Aber vorerst alle drei Minuten weiterhin ein Strafverfahren gegen einen Cannabiskonsumenten in Deutschland. Vorerst wird das wohl so weitergehen. Ich war übrigens auch dabei, ja, bei der Mitgliederversammlung letzte Woche von Leap, das vielleicht auch noch kurz erwähnt, am Samstag in Paderborn, wo auch unter anderem diese Resolution, Paderborn-Erklärung verabschiedet worden ist, beziehungsweise grundsätzlich der Vorstand den Auftrag dafür gekriegt hat. Aber es wurde auch eine Spendenaktion beschlossen für Leap, weil auch die müssen natürlich irgendwie gucken, dass sie ihre Strukturen finanziert kriegen und so weiter. Kostet ja auch nicht nix da, ja, man muss sich irgendwie organisieren. Und insofern gab es ja so noch Spendenaufrufe, also wer Lust hat, auch bei einem Leap eine Spende loszuwerden. Bevor wir jetzt hier mit unserer großen Spendenaktion loslegen, ja, das geht auch bald wieder los, 1. Dezember bis 15. Januar, 6 Wochen lang, werden wir rauf und runter euch beballern mit Spendenaufrufen. Nach einer Woche werden dann schon wieder die ganzen Leute kommen, die sagen, bei euch geht es nur noch ums Geld, ja, ihr macht gar nichts mehr, ihr immer nur spenden, spenden, spenden und so, ne? Aber ja gut, muss halt sein, ja, 6 Wochen im Winter, damit wir das ganze Jahr über dann wieder irgendwie volle Pulle durchziehen können. Also stellt euch schon mal drauf ein, ja, es wird wieder nervig dann. Und ja, das Spendenziel wird auch eine große Summe sein vom letzten Jahr, die wir erreicht haben, das wird heftig. Jetzt aber erstmal Leap, Law Enforcement Against Prohibition, da habe ich auch so einen Spendenaufruf mit per Video-Statement irgendwie eingespielt. Das kommt bestimmt auch die Tage nochmal auf Social Media, weil ja auch wichtig ist, dass die Stimme der Polizei, der Richter, der Staatsanwälte auch mal erhoben wird gegen Prohibition, weil die sonst ja so oft irgendwie dafür argumentieren, ja, um da mal ein bisschen auch die Stimmen zu hören, die sagen, auch für Polizeiarbeit ist das sinnvoller, nicht Leute zu jagen, die keinen anderen schaden. So, genau. Und wenn ihr selber Polizisten, Staatsanwälte und so weiter und so fort seid, am besten sowieso Mitglied werden bei Leap. So, der Reitox-Bericht. Ja, das ist so ähnlich wie letzte Woche. Da habe ich ja den
Rauschgift-Lagebericht der Bundesregierung und BKA irgendwie kurz erwähnt. Ja, da so ein Zahlensalat-Kram, der da irgendwie veröffentlicht wurde. Jetzt diese Woche schon wieder ein Zahlensalat-Kram, nämlich der Reitox-Bericht von Deutschland. Das ist der Bericht, den Deutschland an die EU-Drogenbeobachtungsstelle schickt. Einmal im Jahr geht es im Wesentlichen um Konsumverbreitung diverser Substanzen in Deutschland, ja, wie sich das so entwickelt, in welchen Altersgruppen und so weiter und so fort. Das ist was für die Nerds wieder, ja, die alles ganz genau wissen wollen und jede Menge Zeit haben. Links in der Videobeschreibung, könnt ihr euch das mal angucken. Ich möchte nur eine Tatsache rausgreifen hier, nämlich, dass der Konsum von Cannabis in Deutschland seit ungefähr 2010 erheblich zugenommen hat. Und zwar in allen Altersgruppen, egal ob das jetzt die Älteren über 60 sind oder 40, 30 bis 60 oder was, ja, oder die jungen Erwachsenen, die Jugendlichen. Seit 2010 hat in allen Altersgruppen der Konsum deutlich zugenommen. Und das wird immer gern vergessen, wenn man so genau darauf guckt, ja, ob die Legalisierung jetzt den Konsum fördert. Ja, ob man am Ende mehr Konsumenten hat, wenn man legalisiert. Ja, da wird ja immer drauf geguckt, dass das so die große Gefahr ist. Ja, dass wenn man legalisiert, können wir am Ende vielleicht mehr Konsumenten haben. Und vielleicht mehr konsumierende Jugendliche, was natürlich das größte Problem ist, logischerweise, weil die sind die riskanteste Gruppe. Und ob das wirklich so ist, ja, ob der Konsum zunimmt in Nordamerika, da wo legalisiert wurde, ist nicht so ganz klar. Kommt ein bisschen darauf an, wo man hinguckt. Ja, die Schwankungen sind relativ klein, kaum messbar. Es gibt regional ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse. Wenn überhaupt ein Anstieg, ja, dann ist das aber meistens gerade so im statistisch signifikanten Bereich, wenn überhaupt. Teilweise hat man regional auch einen Rückgang, ja, in manchen US-Staaten bei jugendlichen Konsumenten. Also das ist jetzt keine große Sache. Aber in Deutschland, in Bedingungen der Prohibition, hat der Konsum auch bei Jugendlichen erheblich zugenommen in den letzten 10, 12 Jahren. Und da muss man halt auch immer mal wieder dazu sagen, wenn es um diese Frage geht. Ja, also Prohibition ist schlecht für Jugendliche, die muss sofort beendet werden. Und so ähnlich wordet das auch der Bundesdrogenbeauftragte Blinert. Auf Twitter, ich zitiere mal dazu, Trend bei Cannabis steigt wieder einmal an. Gut, dass wir weiter an kontrollierter Abgabe von Cannabis an Erwachsene arbeiten. Und da ist ja dann wirklich der Paradigmenwechsel, wenn man das über längere Zeiträume sieht und vergleicht und so weiter. Ja, also diesen Anstieg bei jugendlichen Konsumenten, oder auch bei erwachsenen Konsumenten, den hätten die Vorgängerinnen jetzt als großes Drama hingestellt und hätten den Kampf mit repressiven Mitteln sozusagen nochmal befeuert und vor allen Dingen die Legalisierungsdebatte verantwortlich gemacht dafür, dass jetzt der Konsum gestiegen ist. Ja, wir waren dann immer schuld, wenn der Konsum steigt, ja, früher, ne, vor Blinert. Ja, und jetzt sagt er, okay, nee, das ist wieder ein Argument, den Markt zu regulieren, ja, weil er das eben sieht. Hier, das ist vollkommen gescheitert, ja, Prohibition bringt überhaupt nichts, eindeutiger Anstieg des Konsums, mehr auf jeden Fall als in den legalisierenden Staaten. Thema Führerschein, es gibt ein Urteil vom Verwaltungsgericht Trier. Die haben bestätigt, dass der Entzug des Führerscheins bei regelmäßigen täglichen Konsumenten rechtmäßig ist. Auch jetzt egal, ob die jetzt irgendwie erhöhte THC-Werte beim Fahren hatten oder nicht. Der Betroffene hatte blöderweise bei der Verkehrskontrolle angegeben, seit Jahren täglich zu konsumieren. Ja, dann schreiben die kurz auf, ja, gibt an, täglich zu konsumieren, dann brauchen die noch nicht mal die Blutprobe mehr auswerten oder irgendwas, ja, dann ist der Führerschein weg. Das ist immer schon so, das ist normal, sag ich mal, ja. Also von daher nichts sagen bei der Verkehrskontrolle über irgendwie den eigenen Konsum, wie oft man konsumiert, auch nicht. Ach, ich konsumiere nur am Wochenende, Freitagabends beim Spieleabend und fahre erst montags wieder. Ja, ist zwar irgendwie sinnvoll verkehrssicherheitsmäßig, aber das ist regelmäßiger Konsum. Das kann auch schon reichen, um Ärger zu kriegen. Also am besten gar nichts dazu sagen. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wo da die Reise hingeht. Ja? Wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch eine Erhöhung des THC-Grenzwertes zum Beispiel, noch ein paar andere Sachen regeln, ja, auch ab wann man zur MPU muss. Ja? Bei Alkohol muss man nicht gleich beim ersten Verstoß dahin, bei Cannabis schon, da haben wir so viel zu tun. Aber die Frage ist ja, was passiert mit dieser Frage, mit täglichem regelmäßigen Konsum? Wenn Leute zum Beispiel auch öffentlich dazu stehen wollen, dazu sagen, ja, ich konsumiere halt jeden Abend Feierabend-Joint, ne, was soll's. Dann darf das so nicht bleiben. Ne? Sonst verlieren die Leute halt reihenweise ihren Führerschein. Egal, ob sie genug Zeit einhalten vor der Fahrt, ja, abends rauchen, morgens nüchtern fahren. Kein Problem normalerweise, ja, ist ja auch so. Die Leute sind wieder nüchtern. Aber regelmäßiger Konsum, ja, reicht, um den Führerschein zu verlieren. Und wenn ich das immer mal wieder anführe, beim Verkehrsgerichtstag, ja, wenn ich neben irgendeinem Verkehrspsychologen oder Toxikologen sitze oder was, ja, die sich damit die ganze Zeit beschäftigen, die sagen dann, ja, aber es war Alkohol auch so.
Wenn einer jeden Tag Alkohol trinkt, dann ist das auch ein problematisches Konsummuster. Ne? Dann muss man auch immer abchecken, ob der abhängig ist oder was. Ne? Und dann kann es genauso sein, dass man da in die MPU geschickt wird und dass man da auch durchfällt im Zweifelsfall, ja, wenn man da kein Problembewusstsein hat oder so. Nur, dass eben das bei einem jemand, der abends eine Flasche Bier trinkt, überhaupt nicht auffällt. Ja? Wahrscheinlich ist noch nie so ein Mensch irgendwie bei einer MPU gelandet. Deswegen, das ist noch ein Problem, was bei Cannabis dann tatsächlich auch mal irgendwie angegangen werden muss. Weiß noch nicht ganz wie, ja, wie man das dann irgendwie auseinanderdröseln soll, ob man dann Alkohol gleich mitnimmt, ja, dass man sagt, egal welche Droge täglicher Konsum ist überhaupt kein Problem. Auch eine schwierige Message, ja, logischerweise. Mal sehen, wie wir da vorwärts kommen. Ja. Da habe ich auch kein Patentrezept für. Würde auch überhaupt nicht diskutiert. Ja. Also bis jetzt ging da kein Weg rein, wenn ich das Thema irgendwie mal angebracht habe. Ja, genau, das war die Geschichte. Urteil ist noch nicht rechtskräftig, muss man dazu sagen. Kann sein, dass mal geklagt wird von der einen oder anderen Seite. In dem Fall eher vom Beklagten oder ja, vom Betroffenen. Schauen wir mal. Aber es ist nicht zu erwarten, dass das nochmal kassiert wird, das Urteil. Dabei wird es bleiben, vermutlich erstmal. So, jetzt habe ich die schlechte Nachricht sozusagen weit nach hinten geschoben irgendwie. Wir haben unsere jährliche Umfrage per Infratest DIMAP mal wieder machen lassen. Ja, die kommt ja immer Ende des Jahres. Und wir haben ganz lange darauf hingefiebert, eine Mehrheit hinzubekommen und hatten die dann genau letztes Jahr irgendwie auch dann während die Koalitionsverhandlungen der Ampel gelaufen sind. Ja, mitten rein hatten wir die Meldung, okay, wir haben zum ersten Mal eine einfache Mehrheit für Legalisierung. 49% hatten sich für Legalisierung ausgesprochen, 46% dagegen. Wobei das natürlich auch dünn war, keine absolute Mehrheit, ja, also noch keine richtige Mehrheit sozusagen, aber zum ersten Mal mehr Leute, die für Legalisierung waren als dagegen. Und jetzt waren wir sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja. Nach all den ganzen Diskussionen könnte man meinen, okay, vielleicht entspannen sich ein paar Leute, weil die Regierung das ja jetzt legalisieren will, kann ja nicht so schlimm sein, ja, kann man vielleicht schon machen. Und gleichzeitig hat man natürlich die ganzen Medienberichte mit den ganzen Gegnern, ne, die jetzt alle auf die Barrikaden gehen und erzählen, wie schrecklich das alles ist, ja, also so Rainer Wendt in der Bild-Zeitung oder was. Ne? Das sind natürlich sehr reichweitenstarke Geschichten. Oder Klaus Holecek, der bei jeder Gelegenheit da irgendwie rumläuft und sagt, Bayern geht unter, wenn jetzt Deutschland Cannabis legalisiert. Und scheinbar hat das tatsächlich die Entwicklung ein bisschen ausgebremst. Der Unterschied zum letzten Jahr ist gar nicht statistisch signifikant, aber hat sich genau umgedreht. 46 für Legalisierung, 49% dagegen. Schwankungsbreite 3%, ja, also das könnte genau umgekehrt tatsächlich immer noch sein. Insofern kann man jetzt auch nicht direkt von einer Verschlechterung sprechen, aber auf jeden Fall auch nicht von einer Verbesserung. Ja, was ja eigentlich jetzt mal nochmal schick gewesen wäre, nochmal ein paar Prozent mehr, eine absolute Mehrheit für Legalisierung, ja, das muss man halt auch mal haben irgendwie. Haben wir aber nicht, ja, muss man sagen. Schade. Wir haben noch zu tun an der Stelle. Die haben die letzten Jahre ja auch wirklich größere Kampagnen gefahren, Richtung Leute überzeugen. Ja, zum Beispiel die cannabisfakten.de-Kampagne. Die Seite gibt es ja auch noch, können wir nach wie vor gut benutzen dafür. War ja ausgerichtet auf Skeptiker bei der Legalisierung, die halt noch alle möglichen Argumente dagegen im Kopf so haben, dass man die ein bisschen auffängt, denen dann nochmal erklärt und so weiter. Dieses Jahr haben wir uns natürlich voll konzentriert auf die Begleitung der Legalisierung mit den ganzen Einzelheiten und Details. Vielleicht hat das auch ein bisschen ausgemacht, ja, was für unsere Kampagne in den letzten Jahren gesprochen hätte, ja, wenn das so ist oder würde. Kann auch sein, dass die ganze Detaildiskussion Leute abgeschreckt hat, ja, die vorher ganz grundsätzlich schon der Meinung waren, ja, Legalisierung ist eigentlich eine gute Sache. Aber jetzt bei allen möglichen diskutierten Details dann doch dagegen sind. Ja, dass sie sagen, oh, ich will nicht, dass jetzt lauter Großkonzerne das in der Apotheke verkaufen oder so, bin ich dann doch dagegen. Ja, könnte auch eine Rolle spielen. Kann man trefflich rumspekulieren. Auf jeden Fall waren es dieses Jahr, haben mehr Leute, die gesagt haben, ich bin dagegen als dafür. Man kann natürlich auch über die Fragestellung sprechen, ja, ob es noch nicht noch irgendwie einen Kniff gäbe, das so zu formulieren, dass mehr Leute ja sagen. Aber das war gar nicht unser Ansatz. Wir wollten ein möglichst neutral formulieren, haben das auch mit Infratest DIMAP so abgesprochen, weil wir wirklich wissen wollten, wo wir stehen. Und wir machen das jedes Jahr seit 2014 mehr oder weniger mit genau der gleichen Fragestellung. Nur die Referenz auf die Länder, die schon legalisiert haben, verändert sich ein bisschen. Aber ansonsten, Frage grundsätzlich, sind Sie dafür, dass Cannabis legalisiert wird und in Fachgeschäften für Erwachsene erhältlich ist, so grob wie in eben einigen US-Staaten und Kanada zum Beispiel. Es gab in letzter Zeit auch Umfragen, die höhere Werte hatten, die eine deutliche Zustimmung verkündet haben und so weiter. Aber bei unserer Umfrage ist halt wirklich so, dass die immer gleich ist und insofern auch die Ergebnisse vergleichbar sind und Trends erkennbar sind und so weiter.
bei plus minus 3% Abweichung. Ist das dann tatsächlich der Stand, wo wir stehen bei dieser speziellen Fragestellung? Ja, vielleicht kann man irgendwie eine Fragestellung finden oder die Online-Institute sind, die nur Online-Befragungen machen, auch in der Regel was cannabisfreundlicher unterwegs, sage ich mal, was die Meinungsfindung angeht da. Aber ich habe mal nachtesten lassen, die klassischen Unternehmen, die hauptsächlich Telefonumfragen machen, Infratest, Sima und Emnit gleichzeitig befragt und die haben fast genau das gleiche Ergebnis gebracht. Insofern schien mir das doch belastbar, ja, das Ganze. So, also schlechte Nachricht an der Stelle, Schwamm drüber, weiter kämpfen für die Legalisierung, weiter Leute überzeugen, na, das schaffen wir auch noch mit der absoluten Mehrheit. Mal einen Schluck trinken, ne? Basel will Cannabis importieren. Wichtige Frage, die machen ihre Modellprojekte jetzt in etlichen Schweizer Städten, sind gerade dabei, die anzufangen und in Basel sollte es ja auch schon losgegangen sein und haben sie dann irgendwie Pestizidspuren im Gras gefunden und weil das ja Biogras sein sollte, konnten sie erstmal nicht anfangen. Müssen sie wieder neu anbauen sozusagen, gucken, dass es möglichst ohne Pestizide geht. Und Basel will jetzt Cannabis importieren, deswegen aus Kanada und probiert es halt mal. Und das ist deswegen auch für Deutschland sehr relevant, weil ja auch hier die Frage ist, wenn wir dann den Markt bedienen wollen, 400 Tonnen im Jahr, wo kommen die her? Und internationaler Handel von Cannabis als Genussmittel ist natürlich nicht vorgesehen in den internationalen Verträgen und so weiter. Ja? UN-Antidrogenverträge und so, die lassen das nicht zu, logischerweise. Deswegen haben alle bisher, die Cannabis legalisiert haben, Insellösungen gemacht. Es gab noch keine einzige Lieferung von einem ins andere Land von der Droge Cannabis sozusagen. Nicht mal innerhalb der einzelnen US-Staaten, zwischen den US-Staaten, die jeweils legalisiert haben, ist solcher Handel erlaubt. Das ist dasselbe System, ja, weil auf föderaler Ebene der USA das noch verboten ist. Auf UN-Ebene ist auch verboten. Also eigentlich, ja, deswegen ist in Deutschland jetzt im Moment eher so, okay, solange das nicht geregelt ist, werden wir das wohl selber machen müssen und die ganze Anbaukapazität selber machen. Ja, würde uns nicht ganz übel bleiben erstmal. Die Frage ist natürlich jetzt, was bei der Schweiz jetzt da passiert, weil es auch um Cannabis als Genussmittel geht und nicht um medizinisches Cannabis. Aber das ist ja auch ein Modellversuch, Wissenschaft und so. Ne? Also eigentlich importieren die ja dann Cannabis zu wissenschaftlichen Zwecken. Und das wiederum müsste eigentlich gehen. Ja, insofern ist das ein interessanter Test, ob man Cannabis aus Kanada importieren kann, UN-konform, für Schweizer Kiffer, die einfach nur aus Spaß und Dollerei kiffen wollen, weil sie ein wissenschaftliches Projekt sind. Lachgas-Hype, ganz kurz erwähnt, die Europäische Drogenbeobachtungsstelle hat wohl da eine Warnung rausgegeben und berichtet, ja, das habe ich auf Tagesschau gefunden und erwähne das, weil ich die Zahlen wirklich beeindruckend fand. Ja, Lachgas gibt es schon ewig, ja, habe ich auch schon in den Clubs gesehen, als ich noch klein war, ja, vor 100 Jahren. Aber hier heißt es jetzt, speziell aus zwei Ländern in Irland, haben sie 1200 junge Leute befragt, 28% von denen hatten Erfahrung mit Lachgas auf Festivals in Irland. Und die ins Ausland zu Festivals gefahren sind, 619 Befragte, von denen haben 38% Erfahrung mit Lachgas. Ich meine, gut, haben sie natürlich eine spezielle Feierszene gefragt, nicht Durchschnittsjugendliche, sondern die auf Festivals gehen. Klar nehmen die dann auch im Schnitt mehr Drogen als normalos. Aber so viel, 38% Lachgas, ja, das ist schon ein Ding. Und das gleiche nochmal aus den Niederlanden. Die sagen sogar, dass Lachgas bei Jugendlichen dort die meist konsumierte Droge ist. Mehr als Cannabis zum Beispiel. Ja, also das ist schon spektakulär, finde ich jedenfalls. Ja, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Und die Niederlande reagieren da jetzt schon auch drauf und verbieten den Verkauf von Lachgas. Außer jetzt natürlich auf medizinische Zwecke und so weiter. Aber Privatpersonen dürfen Lachgas jetzt nur noch in diesen Schlagsahnespendern kaufen. Ja, also kleine Einheiten. Die taugen zwar auch noch irgendwie zum Konsum. Muss man halt mehr davon kaufen oder was. Ne? Das wird sich schwer komplett eindämmen lassen, sag ich mal. Es wird auch gesundheitliche Gefahren verwiesen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, es gibt sicherlich harmlosere und vor allen Dingen noch viel gefährlichere Drogen als die. Aber diese Verbreitung, ja, das wollte ich nochmal kurz irgendwie hier reinwerfen. Genauso wie folgendes Thema, ja, über einen Rapper. Der nennt sich Contra K und ich kannte den bisher überhaupt nicht. Ja, ich bin nicht so ein Rapper-Kenner. Aber der hat wohl ständig irgendwie Nummer 1-Hits in Charts, der Typ, der Rapper
Contra K. Von daher kennen ihn hier vielleicht irgendwelche Leute. Deswegen erzähle ich das mal. Ja, das ist ein berühmter Mensch. Und der ist in die Fänge geraten dieser geknackten Krypto-Handys. Und Krypto-Handys, da sind die offiziellen Gangster-Handys. Ja, alle Gangster legen sich halt Krypto-Handys zu, weil man die nicht knacken kann, bis sie geknackt sind. Ja, und wenn die dann geknackt werden von den Behörden, dann kaufen sich die Gangster das nächste Modell Gangster-Handy, Krypto-Handy, was man nicht knacken kann. Und dann werden tausende von Datensätzen immer erwischt. So, ja, man hat praktisch dann als Behörde 100% Gangster-Pool da an den Daten, die man hat, weil das halt offizielle Gangster-Handys sind und kann die dann verfolgen. Was massenhaft passiert, ja, tausende von Fällen und riesige Mengen, die beschlagnahmt werden an Drogen und an Strafverfahren und so weiter und so fort. Und unser Rapper Contra K, der hat wohl versucht, sagen die Ermittler, 100 Kilo Cannabis über sein Gangster-Handy zu bestellen. Mal gucken, wohin das jetzt weitergeht. Ja, die Unschuldsvermutung ist noch an beim Contra K. Ja, vielleicht hat er das auch gar nicht gemacht. Muss man mal dazu sagen, er ist jetzt noch nicht verurteilt, das Verfahren läuft. Aber ging eben durch die Medien. Der Typ ist berühmt, also wisst ihr Bescheid, habt ihr das auch mal gehört. Oh, Termine, wunderbar. Ortsgruppe Würzburg in Gründung trifft sich am Freitag, 25. November, 19 Uhr. Das ist heute, wahrscheinlich ist das schon vorbei, wenn die News hier online gehen. Da aber morgen nicht, Darmstadt-Infostand, Ortsgruppe am 12 Uhr mittags. Bis dahin sind wir bestimmt online, morgen. Infostand, Ortsgruppe Darmstadt, Weimar, Sonntag, 27. November, trifft sich die Ortsgruppe die Ortsgruppe Thüringen in Weimar. Marburg, da habe ich letzte Woche schon erzählt, die HIPF, die befassen sich mit Psychedelika, Bewusstseinserweiterung und so weiter. Wer da Interesse hat, kann zum Treffen gehen, Dienstag, 29. November. Traunstein trifft sich die Ortsgruppe Chiemgau zum offenen Hanftisch am Mittwoch, 30. November. Dann gibt es eine Podiumsdiskussion in Schweinfurt, die von der SPD organisiert wird. Und wer ist da noch alles bei? Habe ich ein paar Notizen gemacht. Carmen Wegge, MdB ist dabei. Sehr schön. Aus dem Innen- und Rechtsausschuss Thomas Burkhardt, der ist von der Suchtprävention der Stadt. Gottfried Hoffmann von der DAV-Ortsgruppe Bamberg. Ja, da sind wir also auch wieder dabei. Egal. SPD organisiert was, in Schweinfurt hingehen. Darmstadt, Treffen der Ortsgruppe 2. Dezember. Heidelberg, 5. Dezember, hybride Sitzung, also mit Online-Möglichkeit, Handverband Rhein-Neckar. Dann Cannabis, da bin ich dabei. Ein Kongress, ganz frisch, Messe Freiburg, wo die Messe selbst im Prinzip ein Cannabis-Event organisiert und nicht irgendwelche Cannabis-Typen, die in Messen was organisieren, sondern selbst die Messe will Cannabis-Event machen. Ganz interessant, bisschen businessorientiert, also auch jetzt ist keine Messe, sondern Konferenz, die sich speziell eben an Leute richtet, die Lust haben, Geschäft damit zu machen. Ich bin da auch als Referent dabei. Wenn man die Tage noch ein lustiges Social veröffentlichen, was ich da von denen gekriegt habe. Das ist Dienstag, 6. Dezember bis Mittwoch, 7. Dezember. Dann Treffen der Ortsgruppe Halle, Mittwoch, 7. Dezember, Donnerstag, 8. in Hamburg trifft sich die Gruppe. Dann nochmal eine Kundgebung in Halle zum Internationalen Tag der Menschenrechte, Samstag, 10. Dezember. Und ein Infostand der Ortsgruppe Darmstadt, auch Samstag, 10. Dezember. Und das war's. Ich gehe mir jetzt mal diese komische Hippie-Matte abrasieren auf dem Kopf und euch wünsche ich noch einen schönen Tag und großen Abend.